Projektile abschießen. Ihr seht es auch schon. Auf jeden Fall sehr, sehr präzise. Eine sehr, sehr gute Anhabung. Ist trotzdem meiner Meinung nach Top 5. Und ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur vierten. Zur Castorf 47. Das ist meiner Meinung nach eher eine Maschinenpistole. Aber es ist jetzt eingerankt als Sturmgewehr. Und hier haben wir die Aufsätze. Wie gesagt, ihr könnt es immer pausieren. Ich habe das so eingestellt. Ich habe ein bisschen mehr Handhabung drin. Mehr Munition, meiner Meinung nach, ist sehr, sehr wichtig. So eingestellt. Da habe ich diesen Griff. Extra auf Präzision. Wie gesagt, der Schalldämpfer. Gehen wir kurz in Schießstand. Sehen wir auch. Sehr präzise. Handhabung ist auch sehr, sehr gut. Auf Long Range ist sie vielleicht nicht die allerbeste Waffe, aber Close auf jeden Fall. Mid Range eine absolute Maschine, absolute Macht. Deswegen auch auf Platz 4. Jetzt kommen wir auch zu Platz 3. Da haben wir auf jeden Fall ja die M4. Meiner Meinung nach nicht die beste Sturmgewehr. Es gibt meiner Meinung nach zwei bessere, die zeige ich euch natürlich auch gleich. Wir haben diesen Schaft, finde ich sehr, sehr gut. Tuning ist so. Hier den Griff, Sackin ZX Griff, mehr Rückstoßkontrolle. Habe ich so eingestellt beim Tuning. Wie gesagt, immer pausieren. Wieder der Schalldämpfer. Wenn ihr keine Schalldämpfer mögt, könnt ihr auch einfach einen anderen Aufsatz nehmen. Sollte auch in Ordnung gehen. So, wir haben es hier. Habe ich tatsächlich noch nicht skaliert. Ich würde sagen, wir machen hier ein bisschen mehr Handhabung. Ihr seht es, wenn es sich nicht komplett ändert, habt ihr eigentlich dieselben Vorteile immer noch da. Ich mache hier auch Bewegungstempo beim Zielen. Finde ich einfach sehr, sehr nice. Dann gehen wir auch in den Schießstand. Da sieht auch, dass das eine absolute Laser ist hier. Ihr könnt auch draufhalten. Waffe zieht kaum. Wie gesagt, sehr, sehr OP. Auf Long Range. Auch sehr gut. Ihr müsst natürlich ein bisschen die Waffe kontrollieren. Aber es ist eigentlich sehr, sehr easy, damit Kill zu machen. Genau, das war die Nummer 3. Und jetzt kommen wir zu den ersten beiden Spots. Und auf Spot. Spot Nummer 2 habe ich die Castorf 762, die AK habe ich so skaliert, getuned. Also meiner Meinung nach ist es einfach eine unfassbar starke Waffe. Ich habe hier die Hochgeschwindigkeitsmunition, was auch nochmal sehr, sehr broken ist. Ich habe es so eingestellt. Hier habe ich diesen Schalldämpfer, der ist nicht bei den anderen Waffen dabei, aber der ist, finde ich, meiner Meinung nach sogar besser. Ich habe es so skaliert. Und dann diesen Lauf. Ich denke, der letzte Lauf wird besser sein. Den habe ich aber noch nicht, weil ich die RPK noch nicht gespielt habe. Aber hier habe ich so skaliert auf jeden Fall. Dann gehen wir auch gleich in den Schießstand und seht auch, dass die Waffe extrem stark ist. Ihr seht, wie schnell die Kugeln connecten. Auf richtig weite Long Range könnt ihr Leute auch holen. Ihr seht, wie schnell die Kugeln connecten. Ja, auf Range ist jetzt vielleicht nicht die beste, aber auf Close Range und Middle Range absolut, also absolut okay. So, jetzt kommen wir zu der Nummer 1, die meiner Meinung nach die beste Sturmgewehr ist und das mit Abstand, ist einfach die Ska. Die Ska, da habe ich die Aufsätze drauf, ihr könnt auch direkt natürlich gerne auch Screenshots machen. Habe ich so getuned. Ich habe immer mehr Munition drin, weil ich immer bin, ich spray sehr, sehr viel. Und ja, deswegen, ich habe so skaliert. Ich gehe mehr auf die Handhabung, aber die Waffe ist absolut ein Laser. Ihr könnt es auch gleich sehen. Auch auf Long Range. Die Kugeln connecten direkt. Die Gegner, ja, könnt es sehen. Hier, sehr, sehr easy. Ich habe jetzt ohne kontrollieren geschossen, aber wenn ihr kontrolliert, müsst ihr keine Kugeln. Das ist meistens Free Shot Kill, Eliminierung. Sieht es auch, die Waffe ist einfach unfassbar OP. Ja, falls euch das kurze Video gefallen hat und in Zukunft, wie gesagt, keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Like da auch und ja, schaut auch gerne die Videos an zu den speziellen Waffen. Habe ich auch jeweils ein Video gemacht. Genau, macht's gut, Leute. Bis bald. Ciao.